Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es hat über 3,5 Jahre gedauert, aber am letzten Dienstag begann der lang erwartete Wasserwerferprozess vor dem Landgericht Stuttgart. Nachdem das Amtsgericht bereits Strafbefehle gegen Teile der Besatzung bzw. den Staffelführer der Wasserwerfer erlassen hat, die Strafen bis zu 7 Monaten auf Bewährung festlegten und die mittlerweile rechtskräftig sind, nun also der Prozess gegen zwei Einsatzabschnittsleiter vom Schwarzen Donnerstag. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wirft Ihnen fahrlässige Körperverletzung im Amt vor und bleibt so hinter den Erwartungen vieler zurück, die mit einer Anklage wegen vorsätzlicher Körperverletzung gerechnet haben. Bemerkenswert finde ich in dem Zusammenhang, dass sich die Staatsanwaltschaft, und zwar unter Federführung des damaligen Oberstaatsanwalts Häusler, schon sehr früh auf Fahrlässigkeit festgelegt hat, noch bevor die jetzt Angeklagten als Beschuldigte vernommen wurden bzw. die Ermittlungen abgeschlossen waren. Dabei ist die Grenze fließend. Vorsatz ist dann gegeben, wenn der Täter den Erfolg, hier also die Körperverletzung, für möglich angesehen und diese billigend, im Juristendeutsch heißt es so, in Kauf genommen hat, während bei der Fahrlässigkeit der Täter darauf vertraut, die Verletzung würde schon nicht eintreten. Aber immerhin wird das Verhalten nunmehr rechtlich aufgearbeitet und trägt hoffentlich mit dazu bei, dass der Schwarze Donnerstag einmalig bleibt in der Geschichte unseres Landes. Zwei Verhandlungstage liegen bereits hinter uns. Insgesamt 30 sind vorläufig angesetzt. Vorläufig deshalb, weil sich der Prozess noch bis weit ins nächste Jahr hinein ausdehnen könnte. Entgegen meiner Erwartungen sind die Angeklagten bereit, sich zur Sache zu äußern und Fragen, auch unsere Fragen, zu beantworten. Ob diese Aussagen immer der Wahrheit entsprechen und überdies noch vollständig sind, hat das Gericht zu gegebener Zeit zu entscheiden. In den ersten beiden Verhandlungstagen ging es im Wesentlichen um die Zeit vor dem Schwarzen Donnerstag, also um die Frage, ob und inwieweit die Angeklagten in die Planung des Polizeieinsatzes eingebunden waren. Ab morgen geht es dann um den Schwarzen Donnerstag selbst. Erst wenn die Vernehmungen der Angeklagten beendet sind, wird in die Beweisaufnahme eingetreten. Dann werden Videos gesichtet, es liegen ca. 200 Stunden Videomaterial vor und es werden Zeugen vernommen. Zu den Zeugen gehört unter anderem die Besatzung der Wasserwerfer und deren Staffelführer, andere Polizeibeamte, aber auch der Polizeiführer selbst und damalige Polizeipräsident Stumpf. Mitarbeiter der Bahn konnte ich auf der Zeugenliste nicht finden, obgleich es schon interessant wäre, ob gerade diese Mitarbeiter der Bahn auf den Termin am 30.09. gedrängt haben. Der Prozessauftakt jedenfalls hat breites öffentliches Interesse gefunden und das nicht nur im Ländle, sondern bundesweit. Sogar im Ausland wurde darüber berichtet, kurioserweise sogar in China, sodass wir vielleicht dort auch was für die Menschenrechte tun können. Ich denke, dass auch bei Ihnen das Interesse an dem Prozess besteht und ich möchte Sie dazu ermuntern, den öffentlichen Sitzungen beizuwohnen. Lassen Sie sich nicht abschrecken von den hohen Sicherheitsbestimmungen beim Landgericht. Ich gehe davon aus, dass diese nach und nach etwas gelockert werden. Für alle, die sich das nicht einrichten können, werde ich, so gewünscht, zu gegebener Zeit an diesem Platz wieder berichten. Vielen Dank.